Eine Woche ist vorbei, seit Thomas seine Augen-OP hatte. Und jetzt sind wir wieder hier bei Banyai Augenheilkunde in Stuttgart und schauen mal, wie es Thomas in der letzten Woche so ergangen ist. Und vor allem interessiert mich eins, was er das erste Mal gedacht hat, als er sich morgens im Spiegel ohne Brille gesehen hat. Weil ich muss sagen, für mich war das wirklich das große Highlight, mich zum ersten Mal ohne Brille im Gesicht scharf zu sehen. Er hat nämlich heute noch ein paar Untersuchungen und die schauen wir uns zusammen an. Los geht's. Thomas, erzähl mir mal bitte, was war das für ein Gefühl, als du dich das erste Mal am nächsten Tag im Spiegel gesehen hast? Ja, Nico, es war irgendwie gar nicht greifbar. Ich habe dann meine Bartstoppeln gesehen, habe die Tränensäcke gesehen, so wie es halt ist. Aber es war fantastisch, einfach ohne Brille zu sehen und das ganz scharf. Also wow, war echt toll. Wie waren die Tage der Gewöhnung für dich, erstmal ohne Brille zu sein? Für mich war es so am Anfang noch so dieses Erstaunen, hat nichts wehgetan. Das ging ja wirklich für mich gefühlt in Minuten. Bin nach Hause gegangen, habe mich dann den Tag ausgeruht. Aber dann, es war wirklich super, schon abends WhatsApp geschrieben. Hätte ich nicht machen sollen, aber hat super, super, super funktioniert. Also bin wirklich happy. Hattest du denn im Nachgang Schmerzen? Also bei der OP, klar, die war schmerzfrei. Und wie waren so die Tage danach? Hast du da irgendwelche Schmerzen gehabt? Nee, also die Sorge, die ich vorher hatte, total unbegründet. Es gibt nur ein Problem, ich hätte es viel früher machen sollen. Es war einfach in Nachbetrachtung easy. War wirklich super und ich ärgere mich ein Stück weit, dass ich so lange gewartet habe. Gibt es bei dir irgendwas, wo du sagst, da freue ich mich jetzt drauf, das ohne Brille zu machen oder das habe ich mir vorgenommen? Ich habe mir 2 Sonnenbrillen gekauft, also weil es einfach cool ist, jetzt ohne normale Brille, sondern mit Sonnenbrille, weil mit eingeschliffenen Gläsern, dann kostet es doch relativ viel Geld und auch so im Freundeskreis sagen, man sieht ganz anders aus, man wirkt ganz anders, aber eigentlich durchweg positiv. Die erste Gerätekontrolle hat er bereits hinter sich. Jetzt muss er nochmal zum Arzt und da nochmal einen kleinen Check-up machen, ob auch im Auge alles gut ist. Aber so wie ich das durch die Scheibe gesehen habe, sind sowohl der Arzt als auch Thomas super zufrieden. Und wie glücklich Thomas jetzt ist, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Hey, super, vielen Dank. Ich bin echt super, super happy, dass es alles so gut funktioniert hat und mit 125%. Was will man mehr? Wow. Ist danke gut schön. Zu hören von Ihnen. Danke Ihnen. Ich habe zu danken. Bitte schön. Wir sind auch zufrieden mit solchem Resultat. Also was gemeint und was habt ihr schon bekommen? Ist das noch irgendwas, was du Menschen mit auf den Weg geben möchtest, die sagen, oh nee, ich weiß nicht, es geht ja immerhin um meine Augen und oh Gott, was sagst du denen? Was würde der Thomas Stand heute den Menschen sagen? Nicht den Fehler machen, den ich gemacht habe, die Angst blockiert und es gibt keinen Grund, warum man da Sorge haben muss. Behandlung hier war professionell und das Ergebnis top. Also wie schon gesagt, nicht blockieren lassen. Einfach machen, hingehen, sich beraten lassen, kann ich jedem nur empfehlen. Alles super gelaufen, bestens. Super, super, super happy. Ciao.